In der Karolinenstraße im Herzen von Greiz ist auf dem Gelände des Goethe-Parks in mehr als zweijähriger Bauzeit ein neues Veranstaltungszentrum entstanden, die Vogtlandhalle. Auch wenn erst am 18. März die feierliche Einweihung mit Thüringens Ministerpräsidentin stattfinden wird, so hatten doch ein paar Tage vorher schon mal die Vertreter der Presse die Gelegenheit, zusammen mit dem Greizer Bürgermeister die neue Veranstaltungshalle in Augenschein zu nehmen. Mit insgesamt 22 Millionen Euro hat die Stadt hier bislang die größte Summe in eine abgeschlossene Baumaßnahme investiert. Die Vogtlandhalle Greiz soll nun den neuen Mittelpunkt in der Stadt bilden. Es wird nicht nur zum kulturellen Mittelpunkt kommen, diese Vogtlandhalle und sein, sondern natürlich auch zum Veranstaltungsmittelpunkt, nicht nur hier in der Neustadt, sondern auch in der gesamten Stadt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es auch eine ausstrahlende Wirkung auf die Region um Greiz und weit über Greiz hinaus hat, in Richtung Gera, in Richtung Plauen, in Richtung Zwickau. Interessant wird der Besuch der Vogtlandhalle in Greiz bereits beim Betreten des Foyers. Der in Greiz geborene Künstler Henrik Schrath entführt dort in einem 300 Quadratmeter großen scherenschnittartigen Wandbild in die vogtländische Sagenwelt. Gleich nach dem Eingangsbereich öffnen sich dann die Türen zum großen Saal. Dieser bietet Platz für bis zu 500 Personen, kann bei Bedarf auch auf 800 erweitert werden. Geeignet ist der Saal aber auch für Stehkonzerte. Ganz zeitgemäß kann dafür die Bestuhlung im Saal entfernt werden, mit einer modernen Ausziehtribüne. Danach können dann bis zu 1000 Personen die Veranstaltung im großen Saal genießen. Doch schon bevor hier die ersten Künstler die Bühne betreten werden, hinterlässt das Haus selbst einen guten Eindruck. Mir hat ja schon der Entwurf sehr gut gefallen, der im Wettbewerb war. Und da ist man nahe dran. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so konsequent, wie es in der Entwurfsplanung war, aber ich finde es sehr gelungen und hat eine große Herausforderung für die Stadt, das mit Leben zu erfüllen. Für ein volles Haus soll dabei nicht nur das Aufgebot an Künstlern und Veranstaltungen in der Vogtlandhalle sorgen, auch mit besonderen technischen Raffinessen wird den Besuchern ein außergewöhnliches Erlebnis im großen Saal geboten. Die Besonderheiten sind sicher die technische Anlage, die Nachhallsimulation des Schalls, dass wir also vom Sprechtheater bis zum Kölner Dom hier alles nachvollziehen können. Die Bühnentechnik ist auf dem Stand der Technik selber, diese Motoren und die Möglichkeiten, wo Kulissen hin und her geschoben werden können. Und ja, das ist so das Herzstück des Theaters. Neben dem großen Saal befindet sich im obersten Stock der Vogtlandhalle auch noch eine Studiobühne, die mit 150 Sitzplätzen ideal für Kleinkunstaufführungen geeignet ist. Ebenfalls gute Bedingungen bieten die Künstlergarderoben. Nicht nur viel Platz, sondern auch ein zeitgemäßes Ambiente für die Zeit vor und nach den Aufführungen. Im ganzen Haus werden derzeit noch die letzten Arbeiten für die großen Einweihungsfeierlichkeiten am Wochenende erledigt. Mit dem Beginn der kommenden Woche soll dann auch der Ballettsaal im Obergeschoss zur Nutzung übergeben werden. Hier werden derzeit noch Spiegel und Haltestangen angebracht. Auch ganz unten im Erdgeschoss geht man noch fleißig zu Werke. In der Gaststätte Reihe 1 wird schon das Essen vorbereitet für die vielen Gäste, die man zu den Eröffnungsfeierlichkeiten erwartet. Nach der großen Einweihung am Wochenende wartet die Vogtlandhalle in Greiz aber schon kurze Zeit später mit weiteren Veranstaltungshighlights auf. Am nächstfolgenden Wochenende gibt's Dance Masters, eine große irische Step-Tanz-Show. Die Woche drauf Musical-Fieber, ebenfalls große Show, großes Musical. Des Weiteren in den nächsten Wochen folgt eine tolle Travestie-Show. Wir haben gegen Ende der Spielzeit Passion de Buena Vista in Anlehnung an Buena Vista Social Club mit tollen kubanischen Musikern und Tänzern. Neben den verschiedenen Künstlern, die in der Vogtlandhalle zu erleben sind, lädt das Haus im Laufe des Jahres aber auch zu verschiedenen Festen ein. Komplett steht der Spielplan noch nicht. Weitere Veranstaltungshighlights werden sich wohl zum bisherigen Programm gesellen. Man darf also gespannt sein.